So, 3, 2, 1, willkommen bei einem neuen Spiel, und zwar Transports. Das habe ich heute bei Steam entdeckt und das ist aktuell Early Access. Ist heute auch erst bei Steam veröffentlicht worden oder wie auch immer. Und hat mich schon sehr an Industriegigant erinnert, was ich vor, keine Ahnung, 20 Jahren gespielt habe. Und ja, schauen wir mal ganz kurz. Der Schatten von mir aus. Ach komm, lass mal einfach. Wir schauen mal rein. Start anpassen, gucken wir mal. Also Early Access heißt, hier wird noch viel gemacht an dem Spiel. Und ja, können immer mal kleine Fehler auftreten. Aber wen stört sowas schon? Kartengröße klein, mal groß, riesig. Welt anpassen. Gegner. Flachbergig. Startjahr 1950. Industrie, Anzahl, Städten normal. Stadtgröße. Ja, von mir aus. Stadtnamen. Nehmen wir mal Deutsche. Fahrbahn rechts. Ja, wir haben Rechtsverkehr. Anzahl normal. Viele. Was? Städte oder Gegner? Mindestabstand 20 von den Städten. Vermutlich. Gegner. Was bedeutet das? Mit sowas spielt der oder was? Okay, ja. Der nutzt wahrscheinlich relativ viele verschiedene Transportmöglichkeiten. Städte auf Starte auf dem höchsten Rang. Was? Startkredit. Spieler. Komm, nehmen wir mal Pink hier. Bin ich das oder mein Gegner? Komm, welche Farbe nehmen wir denn? Irgendwas, was man... Ne, grün. Gelb. Entweder ist mein Gegner gelb oder ich. Okay, wir starten einfach mal. Schauen wir mal rein. Kurz auf die Uhr schauen. So. Pause erstmal machen. 2. Januar 1950. Martinshöhe. Oh, das ist ja schon mal eine große Stadt hier. Bösdorf. Ich kenne nur Bösdorf. Wow, wie groß ist denn die Karte? Habe ich nicht normal? Okay, hier ist eine große Stadt. Komm. Irgendwas. Dingsleben. Große Stadt und kleine Stadt. Mist. Gibt's hier nicht mal irgendwo zwei große Städte nebeneinander? Da könnten wir die gleich mal verbinden. Achso, was transportieren wir hier überhaupt? Ich glaube, wir können Busse, Bahn, Züge, Schiffe, Flugzeuge, Hubschrauber, alles Mögliche nutzen. Daher denke ich mal, ich fange mal mit einer Buslinie an und transportiere mal nur Bevölkerung. Oh, scheiße, ist das groß. Komm. Was ist das? Auf und ab GmbH. Manufaktur ist geschlossen. Scheiße, hier ist nichts. Nichts ringsrum an einer anderen großen Stadt. Hm. Hier ist wieder was schön Großes. So, wenn ich das Ruhrgebiet finden würde, hätten wir es gelöst.
Großstadt an Großstadt. Da wollen bestimmt viele Bus fahren. Ich kann doch keine Fernbuslinie machen hier. Dann müsste ich ja mit Zügen anfangen. Das wäre dann wohl lukrativer. Oh Mann. Komm, wir suchen uns jetzt eine Stadt raus. Die verbinden wir einfach mit irgendwas klein. Dingsleben. Ja, so klein. Obwohl, das ist ganz schön weit weg. So. Moment, gibt es hier eigentlich eine Karte anzeigen? Kann man die irgendwo hinschieben? Wir packen sie mal hier hin. Wo sind wir jetzt? Hier und da. Die zwei wollen wir verbinden. Oder ist hier was anderes Großes gleich daneben? 200. Ach komm. So, dann schauen wir mal, was gibt's hier zu bauen. Straßen bauen. Straßenbahn. Häfen, Eisenbahn, Magnetschwebebahn, Vakuumbahn, was gibt's hier? Industrie bauen. Okay, wir bauen eine Straße, Depot, Endhaltestelle, Haltestelle. Okay, dann eiern wir einfach mal hier. Uiuiui. Schwere Frage. Wegpunkt bauen, Brücke bauen, Tunnel bauen, Verladestation, Haltestelle, Hinterhalt. Wir bauen erstmal eine Straße. So, mal kurz gucken. Also eine Straße hier gerade drüber. Oh, das passt sogar. Komm, zack. Na, ist es verbunden? So. Und hier ist auch verbunden, würde ich sagen. Depot links rauf, rechts runter. Wie? Ach ne, Quatsch, Endhaltestelle, Haltestelle, Depot. Ach so, wie die hier drauf fahren. Okay, mein Depot machen wir wahrscheinlich dann mal runter. Okay, vom Pfeil ändert sich nichts, dann lasse ich das mal lieber hier auf rauf. Enthalte ich dann. Oh Gott, ranzoomen. So. Kann ich hier eigentlich die Karte drehen? Eieiei. Das geht ja auch. Lass mal ein bisschen Platz. Vielleicht wächst die Stadt ja noch ein bisschen. So. Endhaltestelle. So. Da schön viele Leute erreichen. Gibt es eine Änderung im Wert? Gehen ein bisschen aus. Außerhalb. Ich werde schon. Komm. Ach, muss ich das Häuschen wegreißen? Räumen. Gucken, was das kostet. Okay, war billig. Straße. Endhaltestelle. Zack. Ich verbinde mal
das noch so. Nicht, dass es irgendwelche Probleme dann gibt. Und wo machen wir hier die... Oh, hier ist ein freier Platz. Schnell, schnell, schnell. Endhaltestelle. So, hopp. Warum muss ich das so tun? Kurz drehen. Ich habe das Gefühl, wir hätten... Wie viel kostet denn das? Endhaltestelle. Hopp. Nochmal weg. Endhaltestelle. Drehen, drehen, drehen. Mist, wie kann man drehen? Komma, Punkten, R, N, nein, Plus, Minus, auch nicht, Shift, Alt, Zack. Ah! Okay, dafür ist es. Okay, ich bin auch dumm. So. Zack. Rüber. Nüber. Rum. Rum. So. Jetzt würde ich sagen. Kaufen wir uns mal einen Bus im Depot. Kaufen? Kaufen. Oh. 16 Passagiere. Vielleicht nicht gerade viel, aber... Kaufen, Depot. Ich habe zwei Busse. Anhänger hinzufügen. Echt? An Bus kann ich einen Anhänger? Klar. Einer hier, einer hier. Kaufen. Kaufen. LKW. Das ist vielleicht nur für den LKW. Fahrplan anpassen. Ups. Lass mal ein bisschen hier runterziehen. Dingslebenzentrum. Halt hinzufügen. Von hier nach da automatisch und dann bitte wieder zurück. Aktion automatisch verladen. Beladen. Okay. Und dieser Bus. Komm, wir machen einfach mal. Hier halte andersrum, dann startet der vielleicht erstmal rüber und fährt dann dahin, dass sie jetzt nicht gleichzeitig hier losrammeln. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das mal. Lass mal die Zeit laufen, schauen, ob sich was bewegt. So, zum Depot aktiviert. Und der? Depot. Hey, du kleiner Bus. Fährst du auch? Depot. Aktiviert. So. Gut, läuft das schon mal. Wir haben jetzt nur noch 353.000 Money. So. Jetzt schauen wir mal, was es bedeutet, Haltestellen zu setzen.
nochmal eine Haltestelle hier. Eine hier. Ein. Na. Eine hier. Machen wir eine hier. So. Haben wir eine schöne Kreisstraße. Da kaufen wir mal noch einen Bus. Schauen wir aufs Depot. Fahrplan an. Achso, den auswählen. Fahrplan. Dann machen wir mal ganz kurz noch Pause. So. Halt hinzufügen. Okay, du fährst vom Zentrum nach hierhin, dahin, dahin und hierhin. So, alles automatisch. Das passt. Okay, dann machen wir mal schließen. So. Drehen wir mal. Wo bist du? Hier. Depot. Fährst du schon los? Hallo, kleiner Bus, ich brauche dich. Achso, in der Zeit ein bisschen laufen lassen. So, na komm. Depot, Bus. Ham, fährst du? Warum willst du nicht fahren? Gefallen dir die Straßen dort nicht? Das sind öffentliche Straßen, die habe ich noch nicht mal selber gebaut. Leistung, Passagiere, Depot, Fahrzeug, alle starten. Okay. Hätten wir das. Ja, dann machen wir hier auch noch eine kleine Buslinie hin. Hier sind auch richtig viele hohe Häuser. Also eine bergige Strecke hier. Dann machen wir ganz kurz Pause wieder. Endhaltestelle haben wir ja hier. Haltestelle. Hier startet der Bus. Dann würde ich sagen, lassen wir den mal. Lass den mal hier hin. Hier hin fahren? Na, warum willst du? Bin ich hin. Warum willst du hier nicht halten? Willst du hier halten? Hier willst du halten. Gut. Süd. Lass mal dich hier. Komm, dann nimmst du mal das noch Wohngebiet mit und hier sind ja mal richtig viele Leute. So. Dann brauchen wir einen neuen Bus. Kaufen. So, für diesen Bus Fahrplan anpassen und zwar Halt hinzufügen. Du fährst hier los, Wermsdorf Süd, wo ist meine Bushaltestelle hier? Dann geht's hier rüber. Na, dann hatten wir hier oben eine.
hier und hier von. Na? So. Wenn das nicht mal eine schöne Strecke ist. Und alle starten. So. Jetzt lass mal einfach mal die Zeit laufen. Was gibt's denn noch? Verladestation. Tunnel. Ich weiß noch nicht, was ich hier transportieren kann. Dingsleben. Ich denke, wir machen einfach nur so eine einfache Bahnverbindung. So. Wie viele Passagiere hast du? Passagiere 13 Tage unterwegs. Menge 16 von 16. Oh. Erstmal ausgelastet. 16 von 16. Profit minus Kosten. Uha. Wie sieht's? Dingsleben Großstadt. Warum habe ich das angeklickt? Passagiere. Okay, also der macht Profit. So eine ostlange Strecke macht wohl keinen Profit, wie es aussieht. Wo ist mein kleiner Bus? Wo eiert der rum? Passagiere, der macht miese. Sicherheit, Fahrzeuge aufwerten, Information. Okay. Der bringt Leute. Okay. Achttausend. Komm, jetzt machst du auch noch Profit. Plus 1. Profit, jawohl. Das nenne ich echt mal Profit. Profit. Sehr gut. Fahrplan. Der fährt nur hin und her. So. Fahrplaninformation. Der macht ja richtig Geld. Okay, wir suchen uns die nächste große Stadt. Eine Tausender Stadt. Komm. Bauen wir hier eine kleine Straße rüber. Bauen uns ein Depot. So. Mach mal eine Endhaltestelle. Ja, komm. Endhaltestellen brauchen wir. Endhaltestelle gleich neben dem Depot, oder? So. Dann machen wir. Wir fahren. Hopp, hier rüber. Komm, hier rüber. Hier rüber. So. Eiern einmal hier unten rum. Dahin. Gehen wir nach hier oben. Komm so. Huiuiui. Depot anklicken. Kaufen. So. Depot. Fahrplan anpassen. Achso, erstmal Fahrzeug auswählen.
So. Halt hinzufügen. Wir starten Endhaltestelle. Dann hatten wir hier einen Halt gehabt. Dann ging es weiter. Wo ist hier die Haltestelle? Hier. Hatten wir hier oben eine. Hier. Jetzt mal ein bisschen berg runter. Hier hatten wir nicht noch hier oben irgendwo eine, genau hier. Und hier. So. Und dann starten. Eigentlich könnte ich das hier nochmal kopieren. Auf kaufen. Depot Information kopieren. Mist. Okay, dann machen wir einfach nochmal. Halt hinzufügen. Zack. Zack. Wobei, komm, diesmal fahren wir anders. Fahren wir einfach die Gegenrichtung mal ab. So, wo war, hier war der Halt. Unten ist nicht ganz